Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们德语课时间，我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir einen Text über Weinen gelesen. 在上节课上，我们看了一篇关于哭泣的阅读课文。Dieser Lesetext hat uns darüber informiert, warum wir Menschen eigentlich weinen müssen. Und in was für Ländern wird es am meisten geweint und warum Frauen häufiger oder mehr Tränen vergießen.通过这篇阅读课文，我们了解到人类为什么要具备哭泣这个技能，在什么样的国家人们更容易哭泣，还有就是女性为什么哭得比男性更多。Die Antworten auf diese Fragen haben wir in dem Lesetext gefunden. 那这些问题都在我们的阅读课文中一一得到了解答。那么在今天这节课上，我们首先将完成和阅读课文相关的词汇练习。然后我们将进入本单元的第二个语法复习部分，我们又将完成很多综合性的语法复习练习。In dieser Stunde werden wir zuerst zwei textbezogene Wortschatzübungen machen und dann durch ein paar grammatische Übungen bestimmte grammatische Regeln wiederholen. Ja gut, machen wir zuerst die beiden Wortschatzübungen.好，让我们先来完成两个和上节课所学阅读课文相关的词汇练习。Bei Übung 1 sollen Sie im Text synonyme Ausdrücke für weinen heraussuchen. 练习一，要求同学们在课文中找出 weinen 这个动词的同义表达。In dem Lesetext sind viele Wörter bzw. Ausdrücke vorgekommen, die weinen bedeuten.在我们的阅读课文中其实出现了很多表达出哭泣含义的单词或者说词组。Sie können den Lesetext nochmal ruhig durchlesen und dann die Synonyme aussuchen. 同学们可以把阅读课文再仔细的看一遍并找出相关的同义词。
Und bei Übung 2 sollen Sie die Sätze mit den in Klammern angegebenen Wörtern umschreiben. 练习二还是传统的改写练习。好，这两个练习呢，练习一我们就不讲解了，因为比较简单。我们一起来看一下改写题练习二。A. Forscher grübeln intensiv über diese Frage. Erklärungen suchen sie in Kindheit und Kultur. 这个动词我们在词汇讲解和课文里都讲到 über etwas grübeln， 也就是对某件事情进行怎么样非常深度的考虑。要求我们改写的是 nachdenken 这个可分动词 nachdenken 和这里的 grüben 一样都是不及物的所以也要搭配一个介词叫 über etwas nachdenken 既然大家搭配的都是 über 那改写就比较简单了我们可以改成 Forscher denken intensiv über diese Frage nach Erklärungen suchen sie in Kindheit und Kultur 要注意 nachdenken 是可分动词所以要分开使用。B. Der Psychologe glaubt, dass Tränen der langen Kindheit des Menschen geschuldet sind. 这个词组我们也解释过了。Schulden 的本意是欠某人什么。在课文里解释为将什么归因于什么。也就是这句话里的主语是 Tränen。Tränen sind der langen Kindheit des Menschen geschuldet. 为什么会哭眼泪的原因根源在哪里？在于人类较长的这个童年儿提时代。正是因为人类的儿童时代比较长，所以需要父母保护的时间也比较长，所以人类需要这样一种手段或者说方式去告诉父母，我不舒服啦，或者说有危险来了。这句话要求我们改写成两个改法，一个是 die Ursachen sein， 理由Die Ursache, die Ursachen, 要小心这里采用了复数形式。那么如果改 Ursachen 的话，也就是改成人类较长的儿提时代儿童时期是哭泣的原因，还要加一个介词 Ursachen für etwas, 什么的理由。所以这句话的结构变动还是比较大的。Der Psychologe glaubt, dass
die lange Kindheit des Menschen die Ursachen für Tränen sind. 因为是 Ursachen 复数嘛，所以后面用的是 sind。第二个改法也蛮漂亮的，是 etwas liegt on etwas。很多同学经常把 liegen on 和 liegen in 混在一起。etwas liegt on etwas 这个词组本身就自带原因在于的意思，所以不要再放什么理由啦、原因了进去。那如果用这个词组的话，主语就是 tränen 眼泪。Tränen liegen an der langen Kindheit. 眼泪的原因在于好长的童年。所以这句话改成 Der Psychologe glaubt, dass Tränen an der langen Kindheit des Menschen liegen. C. Der Nachwuchs von jedem Säugetier macht Geräusche, um Unbehagen zu zeigen oder wenn Gefahr im Anmarsch ist.课文里的词组 etwas is in anmarsch 就是某样东西在逼近或者在临近。第一句要求我们改成 bald kommen 是非常简单的，马上就来了，所以应该是 oder wenn Gefahr bald kommt。 第二句呢，要求我们改反身动词 sich nähren， 这里面藏着一个 nähre， 同学们能看出来吗？ in der nähre 在什么的附近。那么 sich nähern 的用法是主语在不断的靠近，就是 etwas nähert sich， etwas nähert sich。 比如说如果我说，哎呀，期末快要到了， das Semesterende nähert sich， 其实意思就是 das Semesterende kommt bald。 那如果是想表示越来越接近某样东西的话，后面加的是三格宾语。比如我们在做题的时候说，我们接近答案了，马上要做出来了，就可以说 Wir nähern uns der Lösung， Wir nähern uns der Lösung， 这里的 der Lösung 就是三格宾语。好，那如果用 sich nähern 的话，还是危险做主语，也就是改成 oder wenn sich Gefahr nähert。 当然如果同学们说 oder wenn Gefahr sich nähert 也可以，只不过反身代词放到名词的前面更加的好听一点。 D. Da war es evolutionär wohl wichtig, die Gefahren von akustischen Signalen loszuwerden. 我们讲过 loswerden 是一个及物动词，所以前面的 die Gefahren 就是我要摆脱的四个宾语。那么如果改成反身 sich von etwas befreien， 意思是什么呢？把自己从什么中解放解脱出来，那么也就是要加上一个反身。Da war es evolutionär wohl wichtig, sich von den Gefahren von akustischen Signalen zu befreien. 把自己从危险中解救出来。原来的四格宾语 die Gefahren 到了新的句子里要做成介词 von 的三格宾语。好 ,A.Das Weinen wäre also eine Light-Version des Brüllens, die zwar die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich lenkt, Räuber aber fernhält. 要求我们改两处，第一个改的是 Light-Version， 它其实给我们的 Leicht-Variante 就是一个名词词组，所以直接替换。我们知道 Variante 是变体的意思，而 Leicht 在这里就和 Light 的意思保持一致。呼气相比于大声的喊叫来说，它是声音较低的版本，所以我们可以叫 leicht variante。 后面一句把父母的注意力引导到自己的身上来，原句用的是 lenken 引导，那我们可以用动词 richten 把它替代掉。 richten 的意思是确定某样东西的方向，也就是把父母注意力的方向引导到自己身上来。不过这个位置上其实有一个更好的动词是 ziehen， ziehen 拉。我们吸引别人的眼球，吸引别人的关注其实是蛮费力的，所以德语中我们经常会说 die Aufmerksamkeit auf sich ziehen， 也就是把别人的关注力引到自己身上来，让别人注意自己。 F Weinen sei also nicht Ausdruck des Unglücks，sondern eher ein Zeichen für Meinungsfreiheit und Toleranz. 要求我们改的是 Ausdruck，
什么的表达。要注意这句话它用了第一虚拟，这里有一个 sei， 所以我们改成动词不管是 kennzeichnen 或者 zeigen， 也同样要用第一虚拟。etwas kennzeichnet， 也就是 etwas 是后面那样东西的特征，而 zeigen 的意思就是呈现出。那我们要改的话都应该是哭它并不是不幸的标志，或者说哭泣呈现的并不是不幸。Weinen kennzeichnet oder zeige also nicht das Unglück, sondern eher ein Zeichen für Meinungsfreiheit und Toleranz. 第一虚拟的第三称单数都是和 ich 的基本形式一样的，词干加上 a， 所以我们用 kennzeichnet 或者 zeige 就可以了。Gay.Die Menschen müssen sich trauen können, ihre Gefühle zu zeigen. Sich trauen, etwas zu tun. 敢于做某事。后面给出的两个替代其实都可以跟代促不定时连用，也就是说有勇气做某事就是敢于做某事。Den Mut haben, etwas zu tun. 还有及物动词 wagen 也可以。Wagen, etwas zu tun. 敢于做某事都可以做代促不定时。所以直接替换原来的 sich trauen 这个反身就可以了。Die Menschen müssen den Mut haben, die Menschen müssen wagen können, ihre Gefühle zu zeigen. 有同学可能会奇怪，这个情态动词 müssen 后面怎么还可以加一个 können 呢？就是它强调的是人们必须拥有这样的能力。比如某公司的某个职位招聘某个员工，那这个岗位有什么要求呢？这个岗位必须要会说德语，我就可以说 man muss Deutsch sprechen können， man muss Deutsch sprechen können。 好，接下去我们看下一句。哈 In Regionen wie Skandinavien lagen Männer und Frauen bei der Anzahl der Heuepisoden noch weiter auseinander。 男性和女性这个哭泣的数字差的还是比较远的，要求我们改一些 sehr unterschiedlich sein， 其实改成 unterschiedlich 其实还蛮简单的，不同的。不过这里还是有一个陷阱，原句用了 lagen， 要知道原型可是 liegen， 那 lagen 就是 liegen 的过去式，所以我们改 sein 的时候也要注意过去的时态。 In Regionen wie Skandinavien waren Männer und Frauen bei der Anzahl der Heulepisoden noch weiter sehr unterschiedlich. I. Frauen haben öfter Anlass zum Heulen. 我们知道 Anlass 是事由，这里的含义其实和括号里的 Grund 是一样的，也就是理由，为什么要哭呢？ J. Sie sind daher tendenziell öfter emotionalen Situationen ausgesetzt als Männer, die tagsüber in Büros herumhängen.原句里的 etwas 三格 ausgesetzt sein 是非常漂亮非常书面的表达，也就是承受什么的痛苦或者承受着什么的危害。在这个句子里这个三格恰好是 emotionalen Situationen， 也就是情感比较强烈的处境。那么要求我们改两个，第一个是 von etwas negativ beeinflusst werden， 受到什么负面的影响。那么这里 von 后面的宾语就应该是原文中出现的 emotionalen Situationen 了。Sie werden daher tendenziell öfter von emotionalen Situationen negativ beeinflusst als Männer。意思就是女性往往更容易受到这种情感强烈处境的负面影响。后面一个动词 unterliegen 也是非常书面非常漂亮的。unterliegen 也是一个支配三格宾语的动词。Unterliegen 这个动词的原意是败给谁，就是 jemandem unterliegen， 你被某人踩在脚底下，你不就是输给他了吗？那么如果说 etwas unterliegen 其实就是没有办法不得不遭受到什么的困难或者什么的痛苦。那么在这句话里面 emotionalen Situationen 就应该是 unterliegen 的三个宾语。 Sie unterliegen daher tendenziell öfter emotionalen Situationen als Männer。好，这几句词汇题呢看着简单其实也并不简单，希望同学们可以理解它互相的转换是怎么进行的。
好，接下来我们就要进入本单元的第二个语法复习部分了。这部分仍然是由大量的语法句型转换组成。我们先来看第一个语法练习。这个练习要求大家将被动态和被动态替换形式进行互换。Formen Sie die Passivsätze im Passiversatz um oder umgekehrt. 我们知道被动态叫做 passive, 那么被动态的句子就是 Passivsatz, 而 Passiversatz 指的就是被动态的替换形式。同学们记得吗？我们如果被动态是带有情态动词的话，我们是可以用 sich lassen 来带 können, 把或者 lich 这样的词尾来带 können, 用 sein zu 来带 können, sollen, müssen, 各种情态动词。不过在大家做这个练习之前，树老师要提醒大家一下，在这个练习中会出现蛮多的可分动词。可分动词很容易出错，比如说它的第二分词形式啊，或者在做带促不定式的时候，这个促要嵌在可分前缀和动词词干的中间。Ja gut, machen Sie bitte diese Übung. 有些题很明显不止一个答案，同学们只要写出其中的一个就可以了。这题同学们是不是都做对了呢？我们一起来过一遍。第一题啊 ,dieses Wasser hier ist so verschmutzt, dass es nicht mehr trinkbar ist. 这是一句 so das 引导的从句。
这里的水污染如此的严重，以至于他们无法再被饮用了。这里的形容词 trinkbar 是由动词 trinken 的词干 trink 加上表示可以被的词尾 bar 而构成的，所以这句话肯定要改这个水无法被饮用了。那么我们带的情态动词当然是 können。 Dieses Wasser hier ist so verschmutzt, dass es nicht mehr getrunken werden kann. Das Wasser kann nicht mehr getrunken werden. B. Der MP3-Player kann leider nicht mehr repariert werden. 这是带情态动词 können 的被动态。这个 MP3 播放器很可惜没有办法修复了，也就是修不好了。既然是带情态动词 können 的被动态，就有三种改法。首先我们可以改 sich lassen。Der MP3-Player lässt sich leider nicht mehr reparieren. 我们知道 sich lassen 可以直接加动词原形。第二种改法我们可以改 sein zu。Der MP3-Player ist leider nicht mehr zu reparieren. 那最后一种，第三种也就是最简单的，那当然就是拿 reparieren 这个动词的词干 reparier 出来，再加上表示词尾的 bar。就可以构成一个 reparierbar 的形容词了。Der MP3-Player ist leider nicht mehr reparierbar. 好 ,C. Wenn wir den Verletzten nicht sofort ins Krankenhaus bringen, dann ist nicht mehr zu retten. Retten, 救,救援。如果我们不把伤者立马送去医院的话，那么他就没有救了。很明显，这里的 sein zu 是带情态动词的被动态。那大家选一选哪个情态动词更好一些呢？如果不及时把伤员送去医院，他就无法再被救援了。当然是用情态动词 können 更好一点。Wenn wir den Verletzten nicht sofort ins Krankenhaus bringen, dann kann nicht mehr gerettet werden. Kann gerettet werden. 好 ,D.Ausgelaufene Batterien müssen schnell aus dem Kassettenrekorder herausgenommen werden. 泄露的电池必须马上从收音机中取出。Etwas herausnehmen, 把某样东西取出来。那么这是一句带 müssen 的被动态的形式。所以我们要改的话只能改 sein zu, 其他都改不了 sich lassen, 把都改不了。那么这题要小心的是这个 herausnehmen 是一个可分动词。改 sein zu 的时候这个 zu 的位置要注意了。Ausgelaufene Batterien sind schnell aus dem Kassettenrekorder herauszunehmen. 前面的 Batterien 用的是复数，所以是 sind herauszunehmen. A. Die Bücher von Günter Grass lassen sich nur schwer in andere Sprachen übersetzen.君特·格拉斯的书是很难翻译成其他语言的。这句话用了 sich lassen, 也就是我们可以把它改成带 können 的被动态形式。那么我们改成 Die Bücher von Günter Grass können nur schwer in andere Sprachen übersetzt werden. F. Die Spielregeln müssen von jedem Teilnehmer beachtet werden. 这是一个带 müssen 的被动态形式。也就是游戏规则必须由每一个参加者遵守。我们翻译可能不一定翻被动态，我们可能会翻译成每一个参与者都得遵守游戏规则。既然是带情态动词 müssen 的被动态，当然只能转换成 sein zu 了。Die Spielregeln sind von jedem Teilnehmer zu beachten. G. Er hat sich sehr verändert und ist nicht mehr zu erkennen.它的变化很大，都认不出来了。那么这里的 ist nicht mehr zu erkennen 肯定想表示的是无法被认出，所以改用情态动词 können 是比较合适的。Er hat sich sehr verändert und kann nicht mehr erkannt werden. Erkennen 是一个不规则变化，它的第二分词是 erkannt, 无法被识别，也就是无法被认出了。哈。Die moderne Technik wird so weit kommen, dass ein Fernseher auch zusammengefaltet werden kann. 现代技术将会继续发展。发展到哪一天呢？也就是电视机也可以折叠起来，
zusammenfalten, 把某样东西怎么样折到一起。这是一个带情态动词 können 的被动态，所以我们可以有三种改法。第一种呢，形容词。我们把动词 zusammenfalten 的词干 zusammenfalt 找出来，加上表示可以背的词尾，就是把。Die moderne Technik wird so weit kommen, dass ein Fernseher auch zusammenfaltbar ist. 也可以改什么呢？改 sich lassen. So weit kommen, dass ein Fernseher sich zusammenfalten lässt. 当然，我们这个 sich 还可以往前放，变成 dass sich ein Fernseher zusammenfalten lässt. 最后，我们可以改成 sein zu.So weit kommen, dass ein Fernseher zusammenzufalten ist. 同样，面对这个可分动词，zu要嵌在前缀和动词的中间。E. Mit einem winzigen Gerät können alle gesprochenen Sätze automatisch in eine andere Sprache übersetzt werden. 带情态动词 können 的被动态。只要借助一个小巧的设备，所有口头表达出来的句子都可以自动的被翻译成另外一种语言。同样，这里带情态动词 können 的被动态，原则上也可以有三种改法。不过，如果我们用词干 übersetzt 加上 bar übersetzbar， 通常表示可以被翻译的。而句子里还有一个 in eine andere Sprache， 所以这个形容词可能含义就不是这么完整。所以用另外两种改法会更好。同学们自己在改带情态动词 können 的被动态时，用 sich lassen 和 sein zu 也比较的保险。如果你吃不准那个带 bar 的形容词到底是否存在，或者这个句子改出来是否正确，那么我们就用 sich lassen 或者 sein zu。 好，所以这个句子如果用 sich lassen 的话，改成 mit einem winzigen Gerät lassen sich alle gesprochenen Sätze automatisch in eine andere Sprache übersetzen. 如果是 sein zu 呢? Mit einem winzigen Gerät sind alle gesprochenen Sätze automatisch in eine andere Sprache zu übersetzen. 注意, übersetzen 是不可分的。好, J. Dieses Ereignis vor 500 Jahren lässt sich leider nicht mehr so leicht untersuchen.500年前的这起事件，现在很可惜，很难再这么轻易地进行调查了。那么既然出了 sich lassen, 改成带 können 的被动态。Dieses Ereignis vor 500 Jahren kann leider nicht mehr so leicht untersucht werden. K. Nur in der Staatsbibliothek sind noch entsprechende Materialien zu finden.只有在国立图书馆才能找到相应的材料 ,materialien, 材料。那么这句的 sein zu 根据意思来看也是改成情态动词 können 的被动态。Nur in der Staatsbibliothek können noch entsprechende Materialien gefunden werden. L. Weil diese Bücher sehr empfindlich sind,können sie nur mit besonderen Handschuhen angefasst werden. Empfindlich, 一般用在人身上比较多，就是很敏感，或者说很容易得病的，就可以叫 empfindlich. 因为这些书怎么样，非常的脆弱，一碰就要坏的，所以这些书只能怎么样，戴上特定的手套才可以触摸。Anfassen, 就是触摸的意思，这是一个及物动词。这里带情态动词 können 的被动态，我们也可以改 sich lassen 或者说 sein zu. Weil diese Bücher sehr empfindlich sind, lassen sie sich nur mit besonderen Handschuhen anfassen. Sein zu 的话 ,weil diese Bücher sehr empfindlich sind, sind sie nur mit besonderen Handschuhen anzufassen. 同样不推荐大家做 anfassbar, 可以被触摸的。这种词呢怎么说，因为用的比较少，比如说 reparierbar 可以被修复的，或者说 lösbar 可以被解决的，这种词用的很多，而 anfassbar 虽然从构词上来说这个词存在，但是用的比较的少。 M. Die meiste Zeit über müssen diese Papiere in einem besonderen Schrank aufbewahrt werden.大多数时间这些文件都必须保存在特定的柜子里。
这句带有情态动词 müssen 的被动态就只能改成 sein zu 了。不过要注意的是 aufbewahren 同样是可分动词。Die meiste Zeit über sind diese Papiere in einem besonderen Schrank aufzubewahren. 注意前面的这个 über 是跟着前面的这个词组的 Die meiste Zeit über 指的是在大多数的时间里。好，最后一句 and in diesem Schrank müssen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ständig von Technikern beobachtet werden. 那么这个柜子里的温度啊以及潮湿度都应该始终由技术人员进行监控。Beobachten 是观察的意思。看来这个 N 句和 M 句是连着的啊，都在讲保存文件的一个柜子。那么这里的 müssen 和上句一样还是改成 sein zu。In diesem Schrank sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit ständig von Technikern zu beobachten。好，通过这个练习，同学们对于带情态动词被动态及其替换形式的改写应该更熟悉了吧？我们再复习一下，如果是 können 带的被动态，我们可以用 sich lassen, sein zu, 或者说词干加上 ba, 偶尔还有词干加上 lich 这样的形容词来改写。那如果是 müssen 或者 sollen 带的被动态，那我们就只能改成 sein zu 了。希望通过这一题大量的练习，可以让同学们掌握带情态动词的被动态及其替换形式之间的相互转换。好，在操练完了被动态和被动态替换形式之后，让我们再来做一个关于第一虚拟，也就是间接引语的练习。Wandern Sie die direkte Rede in die indirekte Rede um。请同学们把下列句子中的直接引语改成间接引语。什么叫 direct rede？ 也就是有引号的某某人说冒号引号的句子。同学们把这些直接引语改成间接引语，也就是相当于把引号去掉。当然直接引语改成间接引语还要用到第一虚拟，同学们记得吗？ Konjunktiv eins。第一虚拟的基本构成形式就是在动词词干后面加上 a， 同学们可以回忆一下，如果第一虚拟和直称式撞车了，那么我们就改用第二虚拟来替代文中的第一虚拟。还有要注意的是人称要进行转换，比如他说冒号引号我巴拉巴拉巴拉，那你们去掉引号之后要把它改成他说他怎么怎么。另外时间地点都要进行相应的变化。还有一点舒老师要提醒大家，如果后面是个陈述句的话，我们可以用 das 作为连词，不过 das 一出你后面的句子就复杂了，就要做成谓语序，所以同学们也可以在碰到陈述句的时候把 das 省略。但如果你碰到的是一般疑问句，那么 op 是不能省的。如果碰到特殊疑问句，那前面的特殊疑问词也就是 V-Wort 也是不能省略的。Ja gut, versuchen Sie diese Sätze umzuwandeln. 下面就请同学们自己试着改写这些句子吧。Haben Sie bitte keine Angst vor den Fehlern, von denen Sie viel lernen können. 同学们千万不要害怕犯错，重要的是我们要从错误中学到东西，也就是我为什么会犯错，我的知识体系里有什么样的漏洞，或者我什么地方太粗心大意了，保证在下一次碰到这样的句子的时候不要再犯同样的错误了。
好，不知道同学们这题做得怎么样？第一虚拟呢，也并不简单，我们一起来看一下。Die Journalistin schrieb, für diesen Bericht brauche ich mindestens 10 Jahre. 这位女记者写道，为了这个报道，我至少需要十年。那么这句话，大家注意啊，千万不要去管主句里这个 schrieb 是过去时啊，还是现在时。我们德语里面改第一虚拟，只跟着引号里面的时态来变。外面到底是 schreibt 现在时还是 schrieb 过去时，对我们改成什么样是没有影响的。这个女记者说，写这个报告我至少要十年。那我们把引号去掉之后，就变成女记者说，她写这个报告至少要十年，人称有一个变化。然后动词它原来用的是 brauche， 那么改成 z 之后，注意第三人称单数在第一虚拟里面和 ich 一样共用基本形态。什么基本形态呢？就是词干加上 a。所以这个句子我们改成 Die Journalistin schrieb, für diesen Bericht brauche sie mindestens 10 Jahre. 不知道有没有同学把这里的 für diesen Bericht 改成 für jenen Bericht? 当然是对的。也就是把这个报告改成那个报告。但是老师觉得不改也是可以的。还有这里给出的答案是没有连词 das 比较简单的版本。如果同学们加上 das 也是可以的，不过就要做谓语序了。The Journalistin schrieb, dass für diesen Bericht sie mindestens 10 Jahre brauche. 后面的答案我们都给的是没有连词 das。好 ,B, der Präsident dieser großen Firma sagte, ich habe von ganz unten angefangen. 这家大公司的主席说，我是从非常底层开始的，也就是起步的。这句话去掉引号之后就不是我了，而是这家大公司的主席，他说他怎么怎么样，所以要把 ich 改成 er。而 er 和 ich 用一个基本形式的，也就是词干加 a， 所以这句话还比较简单。Der Präsident dieser großen Firma sagte, er habe von ganz unten angefangen.同理，如果要加 das 的话，就是 das er von ganz unten angefangen habe 就可以了。C. Mein Banknachbar fragt mich, kannst du mir bei den Mathematikaufgaben helfen? 什么叫 Banknachbar? 和我坐一条凳子的。我们也叫 Tischnachbar, 跟我坐一张桌子的，也就是同桌。我的同桌问我，你能不能帮助我完成数学作业呢？这是一个一般疑问句。如果我们把引号退掉的话，我们是要加上连词 ob， 人称也要改变。我的同桌问我，我能否帮助他数学作业，对不对？所以改出来应该是 My Banknachbar fragt mich, ob ich ihm bei den Mathematikaufgaben helfen könne。注意 können。词干拿出来 can 加上 a， 所以是 ich könne。 D. Meine Mutter bittet mich, mach heute Morgen dein Zimmer sauber und räume die Sachen auf, die du nicht brauchst. Sei doch etwas ordentlicher. 这句话舒老师觉得稍微有一些冲突，什么意思呢？在主句中，我母亲请求我，她用了动词bitten， 可是在引号里面，同学们看一下是什么句子，全是祈使句，而且连一个 bit 都没有，连个 bit 都没有的祈使句怎么能叫请求呢？这不是命令吗？所以我们在改写命令或请求的第一虚拟的时候是不一样的，同学们记得吗？如果是请求的话，我们会用 mögen， 如果是命令的话，我们会用 sollen。 那么这句话从主句来看用 mögen， 但是从后面的语气来看应该用 sollen， 所以不管用哪个都算对吧。不过从妈妈的语气来看，舒老师觉得还是 sollen 更好一些。那么原句是跟你说的祈使句，可以从哪里看出 mache, räume auf, sei 这些动词都可以看出是跟你说的。对，妈妈跟我们的关系当然是 duzen 的，用你来称呼的。所以
这句话应该改成妈妈请求我，我该怎么样，我该怎么样，我该怎么样。Meine Mutter bittet mich, ich solle an diesem Morgen mein Zimmer sauber machen und die Sachen aufräumen, die ich nicht mehr brauchen würde. Ich solle etwas ordentlicher sein. 这个句子比较长，要改动的比较多，我们一点一点来看。首先第一个命令，Ich solle an diesem Morgen mein Zimmer sauber machen. 如果有同学这个 heute morgen 不改，舒老师觉得也是可以的。为什么？因为主句里面是用了现在时，说明是妈妈今天在请求我做这样的事情，所以沿用 heute morgen 是可以的。或者我们可以参照间接引语的一般改法，也就是把今天早晨改成那天早晨。后面的收拾东西应该不难，因为还是在共用这里的情态动词 solle。Ich solle die Sachen aufräumen。提到前面共用，难是难在后面有个关系从句，把你不需要的东西整理一下好不好？就是 die Sachen, die ich nicht brauchen würde。大家想一想 ，brauchen 如果是 ich 的形式的话，词干加上 a。恰好是 brauche, ich brauche, 和直陈式撞车了，也就是第一虚拟用不了了。那么第一虚拟用不了的情况下，我们去借用第二虚拟，所以会变成 die ich nicht brauchen würde。好，最后还有一个祈使句 ,sei doch etwas ordentlicher, 你有条理一些好不好。那么这句句子里的 doch, 其实是祈使句里的一个语气词。是为了强调自己的命令。那么我们再改成妈妈要求我略微的有条不紊一些，这个 doch 就可以拿掉了。Ich solle etwas ordentlicher sein。注意这里的 etwas 做的是副词，修饰后面的比较级，也就是有条理一些。好 ，A. Meine Lehrerin fragt mich heute im Unterricht。Wissen Sie, wer Amerika entdeckt hat? 今天在课上，我老师问我，您知道是谁发现了美洲吗？那么这句话，如果我们把引号去掉的话，还是一个一般疑问句，也就是问我是否知道。后面的 wer Amerika entdeckt hat 也要相应的改成第一虚拟的现在完成时，所以改出来是 meine Lehrerin。Fragt mich heute im Unterricht. 注意主句里的这些 heute 什么的都不要去动它。Ob ich wisse, 对词干加 A 嘛 ,Ob ich wisse, wer Amerika entdeckt habe. 用 habe 和直陈式不一样，所以无需改成第二虚拟了。F. Mein Großvater erzählte immer, nach dem Zweiten Weltkrieg,musste ich 7 Jahre in russischer Gefangenschaft bleiben. 我爷爷经常讲述，在二战之后，我不得不在俄国坐了7年的牢。这句话很难，因为在引号的里面是对过去时态的表述。首先我们要把 ich 改成 er, 也就是我爷爷。另外原句里是一个情态动词 müssen 的过去式 musste。我们要用第一虚拟来表示过去，那只能用完成时来实现了。Mein Großvater erzählte immer, nach dem Zweiten Weltkrieg habe er 7 Jahre in russischer Gefangenschaft bleiben müssen. 这句话如果加 das 的话，大家要注意，也就是这个 habe 要挪到 bleiben 的前面。Das nach dem Zweiten Weltkrieg er 7 Jahre in russischer Gefangenschaft habe bleiben müssen. 这个 habe 是在 bleiben 前面的，所以我们才说如果不加 das, 句子会显得简单一点。给 Der Verteidigungsminister sagte im Fernsehen, Der Irakkrieg ist nicht zu vermeiden. Wir haben die Pflicht, das irakische Volk aus der Diktatur von Saddam Hussein zu befreien.Wir sind ganz sicher, dass wir den Krieg gewinnen werden. 这个句子比较长，有好多个小的短句构成，所以也有一定的难度。国防部长在电视里这样说道：伊拉克战争是无法避免的，
这里的 ist 首先改成 sei。Der Verteidigungsminister sagte im Fernsehen, der Irakkrieg sei nicht zu vermeiden. 好，第二句有点难。Wir haben die Pflicht. 我们有义务。其实我觉得这里的 wir 保留也是对的。我们一个国家的人嘛。那么如果改成他们，因为如果我的立场和他们不在一起，就改成他们有义务。不管是 wir 还是 sie。Haben 都和直陈是撞了，所以我们要用第二虚拟。Sie hätten die Pflicht, 后面带错不定式照抄 das irakische Volk aus der Diktatur von Saddam Hussein zu befreien. 所以他们是有义务将伊拉克民族从萨达姆侯赛因的专制中解救出来。Wir sind ganz sicher, dass wir den Krieg gewinnen werden.这个句子里前后都要改。首先 ,wir sind ganz sicher, 要改成 sie seien ganz sicher, sie seien。后面 ,wir werden den Krieg gewinnen, 同样改成 sie, 这个 werden 还得改，不改的话又跟直陈是撞了。Dass sie den Krieg gewinnen würden, 同样是在直陈是撞车的情况下改用第二虚拟形式。好好。Ich bekam vor ein paar Tagen einen Brief aus Deutschland. 几天前我收到了一封德国的来信。Mein Freund schrieb in den Brief. 在信中我的男朋友写道。Nun bin ich schon 3 Monate in Deutschland. 现在我在德国已经3个月了。Hier gefällt es mir immer besser. 我越来越喜欢这儿了。那么这里的 hier 指的应该是德国。Gestern war ich in einem sehr bekannten Museum.昨天我去了一家非常著名的博物馆。Es gab auch sehr viele Schüler da. 参观的学生也很多。Anscheinend haben die deutschen Schulen auch ihren Unterricht im Museum. 貌似德国学校也会在博物馆里上课。Grüße bitte auch die anderen Studienkollegen ganz herzlich von mir. 代我衷心地问候其他的同学们。最后一句是祈使句。那么这段里面有不同的句型，所以改写的时候也是一句一句的完成。那么大家注意，因为在这封信中，我的男朋友是讲述过去的事情，用了过去的时态，所以我们改成第一虚拟的时候要用完成时态。前面的句子都可以照抄。Ich bekam vor ein paar Tagen einen Brief aus Deutschland. Mein Freund schrieb in den Brief. 好，信的正文。Nun bin ich schon 3 Monate in Deutschland. 首先要把 ich 改成 er, 要把这里的 bin 改成 sei。这个 nun 因为它是几天前写来的，所以不改也是可以的。Nun sei er schon 3 Monate in Deutschland. 那如果要改的话，我们可以改成 da 来表示在那时。不过因为只差几天，那舒老师觉得可以不改。Hier gefällt es mir immer besser.这个 here 不得不改了，因为我们不在德国，所以应该说他越来越喜欢那儿了。所以这个那儿呢，我们可以用 dort, 或者也可以用 da, dort 更加没有歧义。Da oder dort gefällt es ihm immer besser. Gefällt, 他喜欢，所以是男他的第三格 ,im。好，昨天我去了一家著名的博物馆，注意这里的 gestern 不能用 gestern 了。信里的 gestern 指的是男朋友写信的前一天，所以我们要把它改成 am Tag zuvor, am Tag zuvor, 在他写信的前一天。好，还有一个非常容易犯错的是这里的 war, 用了过去时，所以改成完成时要改成 sei gewesen. Am Tag zuvor sei er in einem sehr bekannten Museum gewesen.那里有很多学生啊，原句是 es gab, 怎么办？还是用完成时 ,es habe auch sehr viele Schüler da gegeben. 这里的 da 不用改了，因为这里的 da 就是那儿，所以我们可以继续沿用这里的 da。再后面一句，貌似德国学校也会把课堂放到博物馆里，这里要改的是 haben。haben 是和直陈是撞了，所以借用第二虚拟。Anscheinend,hätten die deutschen Schulen auch ihren Unterricht im Museum.
最后一句是跟你说的祈使句 Grüße 代我问候大家，因为这个句子里有一个 bitte， 语气还是比较客气的，所以我们可以用情态动词 mögen 来改。按照他的要求，按照他的请求，我得帮他问候其他的同学们。Ich möge auch die anderen Studienkollegen ganz herzlich von ihm grüßen. 一 Meine neugierige Nachbarin fragte mich. 看来这里要改写的都是问题。我那位好奇的女邻居她问我 Aus welchem Land kommen Sie? 请问您是哪国人呢？Warum möchten Sie gern in Shanghai wohnen? 您为什么喜欢住在上海呢？ Sprechen Ihre Kinder auch Chinesisch? 您的孩子会说中文吗？ Wo arbeiten Sie zurzeit? 您眼下在哪儿工作？ Feiert man in Ihrer Heimat auch ein Frühlingsfest? 那么在您的故乡，您的家乡，人们也会庆祝春节吗？我们在改写这些问题的时候呢，首先要把人称改成我，我好奇的邻居问我，然后这些问题在改的时候一定要注意，一般疑问句要在 ob， 那么特殊疑问句就要保留疑问词了。我们可以改成 meine neugierige Nachbarin fragt mich， 特殊疑问句照抄 aus welchem Land ich käme， 这里不能用 komme， 因为 komme 和直陈是撞了，所以这里第一虚拟不行，用第二虚拟 ich käme。 Warum ich gern in Shanghai wohnen wolle，因为 möchten 它本身其实就是第二虚拟，所以如果想要体现间接引语的话，我们只能用 wollen， 也就是给它升个级 wollen 的第一虚拟形式。我为什么要生活在上海？ Warum ich gern in Shanghai wohnen wolle， 这里为什么就可以用 wolle？ 是因为 wollen 的直陈式是 will， 所以 wolle 还是有差别的，可以使用。 Ob meine Kinder不是 ihre Kinder 了， ob meine Kinder auch Chinesisch sprechen， 这个 sprechen 注意可不是 a， 而是 a 为元音的 sprechen， 同样是第二虚拟形式，在过去式上戴帽子 sprechen。 Wo ich zurzeit arbeiten würde， 因为第一虚拟的 arbeit 撞了，用第二虚拟。 Und ob man in meiner Heimat auch ein Frühlingsfestfeiere， 这个 feiere 是和直陈式不一样的，因为直陈式第三声单数要用 feiert， 所以 feiere 就得到了保留。好，最后一题。 Gestern hat mir Maria folgendes erzählt， 昨天 Maria 跟我讲述了下列内容。 Ich komme aus Hamburg， 我是汉堡人。 Ich interessiere mich sehr für chinesische Kultur，我对中国文化非常感兴趣。Deshalb habe ich schon sehr früh angefangen, Chinesisch zu lernen. 因此我很早就开始学习中文了。Jetzt lebe ich in Shanghai, 现在在上海生活。Ich fühle mich hier ganz wohl, 在上海我觉得非常的舒服。这一段其实比上面都要好改。为什么？因为 Maria 在讲述，我们把引号去掉之后就变成了她在讲述。而它的第一虚拟其实和直陈式是不撞的，可以直接使用。Gestern hat mir Maria folgendes erzählt. Sie komme aus Hamburg. Sie interessiere sich sehr für chinesische Kultur. Deshalb habe sie schon sehr früh angefangen, Chinesisch zu lernen. Jetzt lebe sie in Shanghai. Sie fühle sich hier ganz wohl.是不是非常简单，不用再替换成第二虚拟了。Ja gut, leider haben wir nur zwei grammatische Übungen gemacht. 这部分的语法练习我们只完成了两题。Es ist wirklich sehr zeitaufwendig, grammatische Übungen zu machen und zu besprechen. 做语法练习并且讲解语法练习真的是非常费时间呢。Mach nichts, die übrig gebliebenen grammatischen Übungen machen wir in der nächsten Stunde. 没关系，剩下的语法练习我们留到下节课来处理。此外，在下节课上，我们就要开始进行模拟考试了。
In der nächsten Stunde machen wir noch die Probeprüfung. Ja gut, für diese Stunde machen wir Schluss. 那我们这节课就上到这里啦。Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.